Heute möchte ich euch seltsame Dinge aus allen Herrenländern vorstellen. Seid ihr abergläubisch? Auf der ganzen Welt gibt es Dinge, die angeblich Pech bringen. Begleitet mich also zu 13 Dingen, die... Ach, das sagte ich ja schon. Also, los geht's. Das Mysterium im Blick. Also, was bringt Unglück? Im deutschsprachigen Raum gibt es zig Beispiele für Aberglauben. Von geh nie unter einer Leiter durch bis zerbreche keinen Spiegel gibt es verschiedenste Dinge, die uns aber mal richtig Pech bringen sollen. Jedenfalls, wenn man daran glauben mag. Aber auch in anderen Ländern ist dieser Aberglaube gang und gäbe. Und daher werden wir uns nun 13 Länder und ihre Dinge, die Pech bringen sollen, ansehen. Also, diese folgenden seltsamen Dinge bringen in manchen Ländern der Welt Pech. Eine schwarze Katze vor einer Tür ist ein Klassiker und zur Veranschaulichung von Aberglaube prädestiniert. Aber es gibt dazu noch mehr. Ob das Sichten einer schwarzen Katze, das Töten einer Spinne oder das Durchgehen unter einer aufgestellten Leiter, Aberglaube für Unglückbringendes sieht weltweit ganz unterschiedlich aus. Schon als Kind war meine Lieblingszahl die 13. Und im Gegensatz zu vielen anderen ist für mich Freitag der 13. kein Unglückstag. Ich mag ihn einfach. Neben meiner Passion für alte Bücher und Worte, dazu gibt es ebenfalls bereits ein Video, habe ich darum noch unter anderem diese Leidenschaft, das Gruselige und Unglückselige. Während sich andere am Freitag den 13. oder zu Halloween, ich bezeichne es aber lieber als Sanheim, drinnen verstecken, fordere ich das Unglück an diesen Tagen geradezu heraus. Doch warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Ungute liegt so nah. Johann Wolfgang von Goethe. Okay, okay. Das ist ein wenig abgewandelt, wohl eher ein Zitat als Marion. Pech kann man schließlich jederzeit und nicht nur an einem speziellen Tag haben. Wie? Das wird in diesem Video verraten. Sei jedoch gewarnt. Wenn du gern Videos mit einem Happy End siehst, solltest du lieber zu einem anderen Film greifen. In diesem gibt es kein Happy End, auch keinen glücklichen Anfang und nur wenig Erfreuliches mittendrin. Denn es gibt nun eine ganze Menge Pech. Zuallererst beginnen wir, wie konnte es anders sein mit dem deutschen Aberglaube? Zum Geburtstag gratuliert man in Deutschland nicht gern vor dem eigentlichen Tag. Diese Eigenheit der Deutschen ist wahrscheinlich auf den Aberglauben zurückzuführen, dass lauschende Dämonen sonst alles daran setzen könnten, dass die Geburtstagswünsche nicht in Erfüllung gehen. In anderen Kulturen ist es dagegen ganz normal, einer Person vorher Happy Birthday, Joyeux Anniversaire oder Stenium Roshtenia zu wünschen, sei also auf Geburtstagsfeiern mit nicht-deutschen Freunden und Freundinnen auf der Hut. Beim Anstoßen gilt übrigens dasselbe. Während wir Deutschen hier streng in die Augen des anderen schauen müssen, einmal um sicherzugehen, dass diese Person kein Gift in unser Getränk getan hat und dann noch, um sicherzugehen, dass unser Liebesleben die nächsten 7 Jahre nicht ruiniert wird, gibt's bei anderen schnell ein freundliches Cheers in die Runde. Ohne Augenkontakt. Wer hätte gedacht, dass internationale Geburtstagsfeiern so viel Gefahren bürgen können? Wir müssen uns wirklich hüten. Als nächstes schauen wir mal über den Kanal rüber nach England. Wenn du in Großbritannien einer Elster über den Weg läufst, solltest du sie lieber artig grüßen. Good morning, Mr. Magpie. How is your lady wife today? Guten Morgen, Herr Elster. Wie geht es heute Ihrer Frau? Nur so gehst du sicher, dass du den Rest des Tages nicht vom Pech verfolgt wirst. Dieser Aberglaube beruht darauf, dass Elstern normalerweise als Paar auftreten. Eine einsame Elster bedeutet also Unglück. Wenn du dann noch hinzufügst, one for sorrow, two for joy, stellst du außerdem sicher, dass die Elster sich mit dir anfreundet und dich später nicht beklaut. Als nächstes sehen wir mal, was der Aberglaube in Polen so in petto hat. In Polen haben Taschen auf dem Boden nichts verloren, denn so kann ganz einfach das Geld aus ihnen entkommen. Und im Sinne von Zeit ist Geld, beziehungsweise Zeit ist Leben,
sollten Verstorbene in Polen vor dem nächsten Sonntag beigesetzt werden. Sonst gibt es im Kreis der Person gleich den nächsten Todesfall. Gruselig. Ich fürchte, ich würde mich auf alle Fälle daran halten. Sicher ist sicher. Als vierter Ort ist nun Spanien und dessen Aberglaube dran. Während in Deutschland Freitag der 13. ein Unglückstag ist, bringt in Spanien Dienstag der 13. Unglück. Aus diesem Grund solltest du an diesem Tag auch nicht reisen oder heiraten. Kurios. Der Film Freitag der 13. wurde auf Spanisch übrigens trotzdem wortgenau mit Viernes 13, also Freitag, übersetzt und nicht etwa in Martes 13, also Dienstag, umbenannt. Jetzt machen wir uns zu unseren Nachbarn, die wohl die abergläubischsten Europäer von allen sind. Na, habt ihr schon eine Ahnung, von wem ich rede? Richtig, der Aberglaube in Italien ist riesengroß. Und wo wir gerade von Unglückstagen reden, in Italien ist Freitag der 17. besonders negativ aufgeladen. Du solltest an diesem Tag also nichts tun. Vor allem sollten an diesem Tag keine besonderen Ereignisse stattfinden. Wenn sie jedoch trotzdem stattfinden, dann trag um Himmels Willen kein Violett. Wird dir gerade ganz schlecht, weil du dieses Video an einem 17. Freitag in violetter Festtagskleidung siehst? Zum Glück kannst du Unheil schnell abwenden. Als Frau fasst du dir einfach mit der rechten Hand an die linke Brust. Ein bisschen Wackeln bringt extra Glück. Als Mann wandert die Hand einfach. Na gut, vielleicht sagen wir das lieber doch nicht. YouTube ist da ja so seltsam. Jedenfalls die Chance, vom Unglück verfolgt zu werden, ist in diesem Falle gegen eine Klage wegen unsittlichen Verhaltens aufzuwiegen. Auch eine gehörige Backpfeife der entsprechenden Dame sollte mitbedacht werden. Nicht jede Frau kennt den Brauch und würde wohl nicht begeistert reagieren, wenn du als Mann beherzt zufassen willst. Man glaubt es kaum. Aber auch die Schweden sind durchaus abergläubisch. In Schweden ist es ein No-Go, eine Spinne zu töten, weil es dann am nächsten Tag regnen wird. Wenn du dich nun vor lauter Spinnen nach draußen verkrümeln willst, warten aber sogar noch größere Gefahren auf dich. In Schweden gibt es nämlich zwei Arten von Gulüdeckeln, die mit einem A und die mit einem K drauf. Schau ganz genau hin und tritt nicht auf die mit einem A. Das steht nämlich für allerhand unangenehme Sachen, die mit A anfangen, so wie Afobrutenkärlig, das bedeutet verlorene Liebe, oder Arbeitslöshet, also Arbeitslosigkeit. Vielleicht sind die Spinnen im Haus doch eine gute Alternative. Unsere französischen Nachbarn haben allerlei abergläubische Dinge, die uns wohl seltsam erscheinen. In Frankreich heißt es also Araignée du matin, Chagrin. Spinne am Morgen, Kummer. Und auch andere Tiere können für Unheil sorgen. Wenn ein Vogel durchs Fenster ins Haus schaut, wird etwas Schlimmes passieren. Lock dir also lieber nicht zu viele Vögel an, besonders nicht mit Brot, das falsch herumliegt. Denn so ein Laibbrot kann eben mal ganz schnell den Teufel anlocken. Der Aberglaube in der Türkei ist auch speziell. Denn jemandem in der Türkei ein Messer oder eine Schere zu überreichen, heißt, dass du später mit dieser Person streiten wirst oder ihr beide sogar zu Feinden werdet. Darum sollte man diese Gegenstände nie direkt überreichen, sondern stattdessen auf den Tisch oder den Boden legen, sodass die andere Person sie aufheben kann. Falls dir jemand trotzdem eine Schere überreicht hat und du demzufolge sein Feind geworden bist, kannst du dich rächen. Pflanze einen Feigenbaum vor dem Haus der Person. Das bedeutet Pech, aber einen Feigenbaum zu fällen, bringt ebenfalls Unglück. Es gibt sogar ein Sprichwort, Ochama inji age diktin. Du hast einen Feigenbaum in meinem Zuhause gepflanzt. Sachen gibt es. Und nun der russische Aberglaube. In Russland solltest du es vermeiden, nochmal in dein Haus zurückzugehen, wenn du etwas vergessen hast. Ein Glück, dass ich im deutschsprachigen Raum lebe, denn ich bin der Kandidat, der immer nicht sicher ist, ob sie den Herd abgestellt, das Bügeleisen ausgesteckt oder den Wasserhahn im Bad abgedreht hat. Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon umdrehen musste, weil mich das Gefühl, es nicht genau zu wissen, mich zur Verzweiflung brachte. In Russland wäre das ja schrecklich. Na gut, dann gehe ich eben nochmal zurück.
aber eins solltest du niemals im Haus machen. Dir ein Liedchen pfeifen. Es heißt, dass du so dein Geld verlierst. Und solltest du verreisen wollen, dann solltest du dich nochmal auf deinen Koffer raufsetzen. Denn so werden die Dämonen ausgetrickst und bemerken nicht, dass du eigentlich verreisen willst. Und wenn du das Haus verlässt, nachdem du noch schnell nachgesehen hast, ob der Herd aus ist, dann schau auf dem Weg nach draußen noch einmal in den Spiegel. Noch besser, zeig deinem Spiegelbild die Zunge. Das hält das Unheil ab. Aberglaube in Brasilien ist etwas Besonderes. In Brasilien ist der Aberglaube ein Zeugnis miteinander verschmolzener Kulturen. Es gibt Traditionen, die uns Europäern wohl bekannt sind, wie sich zu bekreuzigen, wenn man an einem Friedhof vorbeiläuft. Auf der anderen Seite sind da aber auch solche, die uns eher exotisch erscheinen. So darf man in Brasilien nicht auf Sterne zeigen. Das gibt Warzen an den Fingern. Und auch der Aberglaube in Japan hat so einige Besonderheiten. Zählen kann einem in Japan ganz schnell mal zum Verhängnis werden. Die Ziffer 4 wird zum Beispiel als Shi ausgesprochen, was auch Tod bedeuten kann. Darum sollte man auf Geschenke, die aus 4 Teilen bestehen, 4 Blumen, ein Set aus eben 4 Komponenten, tunlichst verzichten. Oft haben Wohnhäuser darum auch keinen 4. Stock, es wird einfach vom 3. zum 5. gesprungen, oder Wohnungsnummern mit 4. Die Ziffer 9 ist fast genauso schlimm, denn sie wird als Ku ausgesprochen und bedeutet also Leiden. Sehen wir nun nach, was in Vietnam so Unglück bringt. In Vietnam wird Hautpflege auf einem spirituellen Level ernst genommen. Hier solltest du nicht mit Make-up auf dem Gesicht schlafen, sonst könnten Dämonen dich für einen von ihnen halten. Manche sehen nach der Nacht mit vollem Make-up auch so aus. Zu guter Letzt sehen wir uns den Aberglaube in Südkorea an. Pfeifen bei Nacht bringt in Südkorea Pech, da es böse Geister auf dich aufmerksam macht. Aber nicht nur Pfeifen bei Nacht kann gefährlich sein, auch Schreiben, zum Beispiel, wenn du dich in der Dunkelheit bei der Tinte vergreifst und den Namen einer Person aus Versehen in Rot schreibst. So kannst du schnell deren Tod herbeiführen. Der Grund dafür ist, dass die Holzpfähle und Grabsteine auf buddhistischen Gräbern rote Aufschriften haben. Puh, da muss man schon ganz schön aufpassen, wenn man in dem einen oder anderen Land sich aufhält. Ein Glück, dass ich euch dies nun alles vorstellen konnte. Oder nicht? Seid ihr etwa gar nicht abergläubisch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen. Teilt bitte meine Videos, damit ich noch viele weitere so tolle Menschen, wie ihr es seid, mit meinen Videos erreichen kann. Denjenigen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, gilt ein von Herzen kommendes Vergeltsgott. Ihr helft mir damit unendlich weiter. Auch alle, die über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken, fühlt euch frei, dies zu tun, aber bedenkt bitte, dass dies absolut kein Muss ist. Lediglich solltet ihr mich unterstützen wollen. Dies ist eine weitere Möglichkeit dazu. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich euch allen sehr dankbar für euer Interesse bin. Falls euch also das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr wisst schon, der Algorithmus von YouTube ist darauf konditioniert. Natürlich würde mich auch ein Abo sehr freuen. Um nichts zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium.